Auslöseknopf B. Und ehe sie sich versehen, haben sie ein wunderschönes Sommergewitter produziert. Ach, da wollen wir doch mal sehen. So. Ja, also sehen tun wir ja nun gar nichts, ne? Ach, halt du dich da raus. Riesenschwester, ja, vielleicht solltest du dich da mal raushalten und das Ding lieber auf den Sperrmüll schmeißen. Weg damit. Tja. Ah, ich hab ja ganz vergessen, auf Regen zu drücken. So. Ah, Hilfe, ich kann mich nicht mehr bewegen. Stell sofort das Ding ab, Exana. Los. Warum sollte ich? Ich glaube, eine kleine Kopfwäsche schadet dir nicht. Das darfst du nicht, ich bin unschuldig. Richtig unschuldig bin ich. Unschuldig, sagst du? Warte, weg. Weißt du eigentlich, wie blöd du unter dieser Wolke aussiehst? Ja, ich weiß, wie blöd du aussiehst, wenn Walburga davon erfährt. Mach jetzt sofort das Ding hier aus. Weg damit, los. Walburga kann mir gar nicht böse sein. Ich habe nämlich gegen kein einziges Hexengesetz verstoßen. Mir ist kalt. Ich werde krank. Jetzt stell dich nicht so an. Na gut, dann will ich mal diesem kleinen Naturschauspiel ein Ende machen. So. Exana, ruf bitte den Hugo, was ist denn? Jetzt stell dich doch nicht so an. Oh, das ist ja wirklich fürchterlich. Hugo, steh auf! Was soll denn das jetzt? Hugo! Oh, Hugo! Oh, das sieht mir wirklich nach einem Schwächeanfall aus. Ich koch dir schnell ein Stärkungssüppchen. Oh ja, ein Stärkungssüppchen für den armen, armen Hugo. Ja, die sollte ruhig mal ein bisschen Sorgen um mich machen. Vielleicht ist sie dann ja vielleicht mal ein bisschen netter zu mir und nicht mehr so gemein. Aber bevor sie jetzt hier mit dem Süppchen um die Ecke kommt, machen wir doch lieber ein kleines Spielchen. Aber vorher zeige ich euch nochmal den heutigen Superpreis. Freeriden heißt das Board steigen und sich wohlfühlen. Mit dem ultimativen Freeride Board MSB 284 von Fnatic kannst du den neuen Kick beim Windsurfen selbst erleben. Ob bei leichtem Gleitwind oder Starkwind, ob bei Flachwasser oder Wellen. Mit diesem Board von Fnatic ist Action angesagt. Viel Spaß! Ja, und den tollen Superpreis könnt ihr gewinnen, wenn ihr am Ende auf der Highscore-Liste ganz oben steht. Zurzeit steht ja die Michaela ganz oben mit 2200 Punkten. Das heißt also für den Dirk, er muss sich jetzt ganz doll anstrengen, ne, damit er nach ganz oben auf die Highscore-Liste kommt. Hallo Dirk! Hallo Hugo! Hi, grüß dich, wie geht's denn so? Gut! Klasse! Standst du heute auch schon im Regen? Ne, es ist warm draußen, circa 30 Grad. Boah, Wahnsinn! Hast du gerade gesehen, ich hier voll die Regenwolke abgeplatscht gekriegt. Boah, war das gemein von der Hexana. Du arbeitest in was für einem Aktionskreis? Aktionskreis Pater Beda. Das ist eine Partei, so eine Gruppe, die Straßenkinder in Brasilien hilft. Hey, klasse. Seit wann bist denn du dabei? 6 Jahre. Wow, warst du noch schon mal in Brasilien? Nee. Ja, aber du fährst bestimmt auch mal irgendwann rüber dir das angucken, oder? Mal gucken, wenn ich keine Angst mehr habe zu fliegen. Ach, du hast Angst vorm Fliegen. Gottchen, ja. Da haben wir aber Glück, dass wir beide jetzt nicht zusammen fliegen gehen, sondern doch lieber dann aufs Skateboard, ne? Ja. Hier sind deine Tasten, guck mal. 4 und 6, links und rechts. Und denk dran, immer schön die Säckchen oben einpacken. Pass vor diesen Steinen auf, ne? Und ja, ich versuch. Alles klar, und schön schnell drücken wir so. Klick, 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 los geht's. Bis gleich, bleib bloß dran. Wo geht denn der jetzt hin? Vielleicht erstmal in den Supermarkt. Drück! Ja, genau. Weiter, drück schön. Piep, piep, piep. Ja, schön zeitig drüben. Wir müssen hier auch mal 50 Punkte hast du schon, Dirk. Klasse. Ja, wollen wir nicht öde spielen hier. Hopp, voila. Klasse. Juhu. Ja, da staunt der Biber aber ganz schön dumm. So, ja, das Dirk nehmen wir auch noch mit. Sind auch noch mal Punkte. Ja. Ja, wie sieht das nicht? Ich glaube, in der Suppe oder so. Ich glaube, die Hexana macht da wirklich was. So. Ja. Hey, hallo, Joe! Ui, ui, bist du jetzt, rück jetzt! Oh, gerade noch! Ui, lala, es ging aber schnallhart vorbei, Beine. Ui, 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 ui. Scharfe Fix, war das so? Hier sind wir schön im Schatten. Oh. Vorsicht, Vorsicht, Dirk, da ist ein Stein. Und da oben ist ein Sack. Genau, richtig, ja. Richtig. Ah, pass auf! 250 Punkte haben wir schon. Klasse, Dirk. Ui, ui, nein! Gott, Steinehai! Ja. Sieht wieder aus wie Hannelore. So.
Die lässt sich wohl auch mal im Wald die Frisur zementieren. Mhm. So. Hey. Dirki, ganz entspannt. Ganz entspannt, Dirk. Und Satzala. Da sind wir im Ziel, Dirk. Cool. Klasse. Guck mal den Punktestand an. Ja. Mhm. Wow. Hey, goldenen Sack auch noch. Klasse, ja. Hm. Boah. Hey. 850 Punkte. Wahnsinn, Dirk. Hier ist dein Preis. Freu dich auf die super tolle Schultasche vom Brie aus naturbelassenem Rindleder. Ob als Tornister oder Umhängetasche, für Schule oder Büro, damit macht Lernen und Arbeiten so richtig Spaß. Dazu schenke ich dir außerdem die passende Geldbörse. Ja, klasse, Dirk. Und die Geldbörse lässt du dir von deinem Vater ordentlich vollhauen. Genau. Komm, Dirk, wir gehen jetzt nochmal in die Staatskammer. Ja. Hier kannst du dir die Punkte verdoppeln oder vervierfachen. Das ist jetzt natürlich ganz schön spannend, ne? Drück mal. Ja. Die Nummer 1. Mal gucken, ob der passt. Ja, Dirk! Hey! Und? Hohoho! Wahnsinn! 1700 Punkte, Dirk! Hey, du hast deine Punkte verdoppelt! Cool! Ja, cool! Du freust dich aber tierisch. Hier ist die Highscore-Liste. Da, guck mal! Position 2! Das heißt, falls Michaela ja nicht da ist, ne, dann spielen wir vielleicht zusammen. Okay, Dirk? Okay. Also bleib noch schön dran, Dirki, ne? Okay, tschüss. Bis später vielleicht. Tschüss. Tschüss. Und ihr könnt auch weiter anrufen, wenn ihr mit mir spielen wollt. Ist natürlich klar, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Ach, ich bin mal gespannt, was der Alexander für ein Süppchen freut.